Morgen, ihr Hübschen. Es ist Freitag und ich bin im Bad. Ich wollte euch nämlich kurz was zeigen, was ich mir bestimmt werden sagen, mach mal ein Haul. Da gibt es aber nichts mit Haul. Ich habe mir nur das Setting Powder von Laura Mercier geholt. In 29 Gramm. Das ist ja die größere Edition. Das ist das Einzige, was ich mir gekauft habe in London. Das war's. Es war sau anstrengend und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht war, ich will aber auch nicht sagen, dass es gut war. Es war sehr, sehr anstrengend, sehr stressig und leicht unorganisiert und nie mehr in meinem ganzen Leben, wenn ich in London bin, werde ich mit dem Bus fahren oder mit dem Taxi oder sonst was. Der Verkehr da ist der absolute Horror. Der Verkehr hat uns fast den halben Tag gekostet da. Und wie Dominik schon gesagt hatte, wir waren ja erst in einer ganz falschen Ecke. Und wir hatten auch nichts gefrühstückt. Bis wir dann gefrühstückt haben, war schon Mittagessenzeit. Habt ihr ja dann auch gesehen, was wir gegessen haben. Und wir sind durch Zufall, haben wir gesagt, komm, wir gehen mal gucken, wegen den Haltestellen, ob wir mit dem Ticket, was wir haben, auch mit einem anderen Bus fahren können. Wir hatten für den Bus A8, heißt der dort, den wir hätten nehmen müssen. Und da in der Oxford Street, da die Gegend, da fuhr aber nur A6. So, und das heißt, wir hätten komplett zurück zu dieser Liverpool Street oder wie der Ding da heißt, laufen müssen oder mit einem Taxi oder sonst was fahren müssen. Und, wie heißt es? Das hätte uns dann 2 Stunden gekostet oder 1,5 und wir mussten halt abwägen, von wo wir losfahren. Waren dann Gott sei Dank um 3 Uhr an dieser Bushaltestelle. Angeblich kam der Bus um 2:55, der kam aber nicht um 2:55, der kam um 3:45. Wir haben 1 Stunde fast an dieser Bushaltestelle gesessen und der hat dann gesagt, wir können dann mit dem Bus fahren. Ist kein Problem. Eigentlich wollten wir ja nur fragen, ob wir mit dem Bus fahren können, wären dann 2 Stunden später mit dem Bus gefahren und wären dann noch da ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Aber Gott sei Dank sind wir dann in diesen Bus eingestiegen, weil wir uns ja gedacht haben, der hat jetzt fast eine 3/4 Stunde Verspätung, das geht gar nicht. Der Verkehr muss ja der Horror sein. Dann sind wir Gott sei Dank eingestiegen und wir waren ungelogen um 5:05 am Flughafen. Das war die schlimmste Bus- Autofahrt, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Schrecklich. Wir hatten Qualitätszeit in London 3 Stunden. Das war's. Und dafür sind wir gefühlte 25 Stunden unterwegs gewesen. Also der Trip wieder zurück war der absolute Horror. Wir waren fertig. Die Landung war schlecht. Und dann mussten wir noch 1 Stunde zurück. Also wir haben gesagt, wir werden das niemals mehr so machen. Ich wäre da sowieso lieber eine Nacht dann geblieben, weil du hast dann einfach nicht diesen Stress, ja. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob London schön ist oder nicht schön ist, weil wir so gut wie nichts gesehen haben. Und weil wir einfach die Zeit nicht hatten. Aber dieser Verkehr, das ist der Horror. Also ich bin absolut kein Stadtmensch. Ist nichts für mich. Und ich finde auch die Einkaufsstraße, wo wir jetzt waren, wie gesagt, ich kann nicht für ganz London. Ich habe das meiste überhaupt nicht gesehen. Wenn überhaupt, haben wir 3% von ganz London gesehen. Ist nicht schön. Du hast mega viele Geschäfte, aber dieses andauernde über die Straße laufen, über die Ampel laufen, da laufen, du hast nicht so eine Einkaufsgegend wie zum Beispiel in Düsseldorf, in der Altstadt. Da kannst du einfach durchlaufen, da ist nichts. Keine Autos oder sowas. Du kannst da rechts, da links, da, dort, da gar nicht. Andauernd hast du die ganzen Straßen, wo die ganzen Autos fahren. Also das hat mir jetzt, ja, ich bin immer noch neutral, aber der Verkehr ist der absolute Horror. Nächstes Mal auf jeden Fall besser. Ich wollte es machen, ich hatte es mir auch aufgeschrieben alles und habe ich mir gedacht, boah, wenn du das alles abklapperst, ne, machst du, versuchst du mal spontan zu sein. Das war ein ganz großer Fehler. Ganz groß. Ich habe den Zettel nämlich auch noch hier liegen gehabt. Ich habe mir nämlich ein paar Blogs angeguckt, wo man so hingehen sollte in London und so. Und ja, hätte ich besser nicht machen sollen. Hätte ich besser machen sollen und den Zettel mitnehmen müssen, anstatt, ja, ist aber egal. Auf jeden Fall
sehr, sehr stressig und wir waren fertig, als wir zu Hause waren. Und ja, jetzt werden wir gleich Lamia abholen. Joanna kommt ja von der Schule wieder zurück um 2. Und den Kindern haben wir dann noch was mitgebracht aus dem einen Laden. Das war für Joanna so Zauberkisten. Die steht eigentlich auch auf sowas. Sie hat im letzten schon bei Kaufhaus gesehen, sowas ähnliches und fand das ganz toll. Das haben wir der mal mitgebracht, weil wir es eigentlich ziemlich gut fanden. War auf jeden Fall cool. Und für Lamia, du bist ja total, ich kann sowas ja nicht. Das ist so Reizüberflutung vom Allerfeinsten, dass du nicht weißt, was du kaufen sollst. Ne? Der haben wir dann so einen kleinen Teddy geholt. Der ist so weich. Das ist, boah, der ist so extrem weich. Die steht hier auf Kuscheltiere und auf Teddys ja sowieso, wie ihr wisst. Und ich habe erst gedacht, komm, die hat genug Teddys, aber die liebt jeden einzelnen Teddy abgöttisch. Und alle Teddys müssen auch teilweise mit ins Bett. Das sieht dann manchmal sehr lustig aus. Und dann haben wir einfach diesen Teddy mitgenommen. Die hat ja auch bald Geburtstag und dann kriegt die auch ganz viel anderes Zeug. Und ja, das ist echt, ich kann sowas da nicht. Ne? Das ist, du hast dann auch die Make-up. Wir waren in so einem Kaufhaus, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da habe ich mir NARS, von NARS war das Make-up, was ich mir drauf gemacht habe, wovon ich nicht so begeistert war, muss ich sagen. Aber ich habe es jetzt auch einfach extrem schlecht aufgetragen. Der Dominik hat auch gesagt, irgendwie sieht das komisch aus. Also sie hat das nicht gut aufgetragen. Wie heißt es? Reizüberflutung. Du bist so viel Zeug von allen Seiten. Und Parfüm, Parfüm hier, Parfüm da. Kommen sie hier, kommen sie da. Ich so, boah, Alter, du weißt überhaupt nicht. Du willst irgendwie alles sehen, hetzt dich überall ab und siehst im Endeffekt gar nichts, weil du total unter Stress bist. Forever 21, Topshop und so, das war, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie keine Ruhe und mir hat auch nicht gefallen, was ich da gesehen habe, weil ich dann keine Ruhe hatte. Und ich gedacht, diese Mode, das ist echt Forever 21. Also für mich ist das nichts. Alles baufrei und, aber wie gesagt, kann auch sein, dass ich einfach total gestresst war und kaputt. Nächstes Mal, egal wohin, Barcelona, Rom, Berlin, München, kackegal, mindestens eine Übernachtung, sonst lohnt sich das nicht. Das ist ja totale Geldverschwendung und gesundheitsschädigend, so ein Stress. Ja, und das war unser Trip. Jetzt sind wir wieder zu Hause und sind sehr, sehr glücklich, freuen uns total auf unsere Kinder. Und Dominik ist draußen und ist im Garten. Ich habe jetzt hier fast 8 Minuten gequatscht. Jetzt höre ich auf. So, ich gehe jetzt mal gucken, was der Dominik treibt. Ich habe jetzt drin ein bisschen aufgeräumt. Und gucken, ob der Hilfe braucht. Auf jeden Fall ein gutes Workout gestern. Na? Hä? Läuft? Läuft. Läuft. Auch alleine kriege ich das hin. Ah. Sehr schön. War nicht anders erwartet. Mein Gott, ey. Was ist denn mit dem Rasenmähen eigentlich? Ja, hab ich auch vor. Ich glaube, ich muss heute mal einen Tag im Garten verbringen, wenn das okay ist. Na klar, mach doch. Was? Mach! Ich würde nur sagen, ich mache ich das sonst auch immer. Guck mal, was ich da mit dem mache. Kommt auf das Wetter an. Vielleicht fahre ich mit Joanna nach Ikea und Lamia und hole der Joanna ein neues Nachtschränkchen. Ja. Wollte das Zimmer ja von der ein bisschen umgestalten und aufräumen. Wäre schön, wenn ich ja heute hier. Ja, kannst du hier machen. Dann. Machen. Wenn jetzt die ganze Woche wieder regnet, dann kann ich heute also einiges fertig machen. Dann kann ich heute noch Rasen mähen, dann kann ich gleich noch Benzin holen, dann kann ich den Stall fertig machen, dann kann die Bäume einpflanzen, damit hier ein bisschen Schwung reinkommt. Ey. Ja. Wenn es wieder eine Woche regnet, dann ist auch wieder kacke, dann kriegst du wieder nichts hin. Ey. Dann können wir, wenn die Regenwoche vorbei ist und nächste Woche schöner ist, dann anfangen die Möbel zu streichen, zu ölen. Ja. Und die Terrasse sauber zu machen, ne? Und die Terrasse sauber zu machen und dann haben wir eigentlich schon wieder das Gröbste fast geschafft hier. Und dann kann man auch in Ruhe anfangen, die Beete zu bepflanzen und so. Weißt du, wenn du bepflanzt und du musst dann, weißt du noch, du hast hier noch alles zu tun, dann macht das auch wieder keinen Spaß. Aber sieht schon anders aus da, ne, die Ecke? Ja, schön ordentlich. Nur da muss noch Erde rein.
sind alle wieder vereint. Da sind meine zwei süßen Mäuse. Und Joanna leuchtet wie ein Gummiball. Ja. Ah, bist du froh, dass sie wieder da sind? Sieht so glücklich aus. Lies gerade die Tür rein, die Mausi. Nein. Komm, wir zeigen dir mal was. Komm mit. Komm. Dir. Ja. Komm. Ja, komm. Nein. Hier. Was denn? Ich will Wasser hier rein. Ja, dann mach eben Wasser rein. Hä? Was ist das? Du wolltest doch immer einen coolen, einen coolen Zauberkasten haben, ne? Ja! Ja, hier. Oh, boah, will ich die Nase brechen, ey. Lass ich auch mal. Anja, komm. Wie, lass mich auch mal. Anja, komm. Hey. Komm mal Mund auf. Pass auf, pass auf, ich kann noch einen. Bleib mal so, guck mal, wo sind die Bälle? Die sind auch drin? Die sind da drin. Ja, warte, bleib doch, bleib doch. Nein, 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 nein. Geh ich dann gleich? Steh auf mal. Steh auf mal. Mehr. An, steh auf. Mehr. Mehr, Beine, mehr. Na, Bier. Na, Beine, mehr. Nimm mich, guck mal, Mama an. Guck mal da. Zaubertrick. Haben. Haben. Genau. Ich kenne noch einen. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich habe zwei Bälle, ne? Ja. Einen kriegst du, einen nehme ich. Ja. Okay? Pass auf. Mach. Zumachen, zumachen. Hand drüber. Einen kenne ich. Hand drüber, warte. Ich mach den. Jetzt kommt die Mama und macht einmal. Mir auch. Jetzt ist meiner bei dir drin. Mir auch. Hä, wie geht das denn? Mir auch. Mir auch. Hä? Ist gut? Ja. Ach so. Sie ist die ganze Zeit beschäftigt mit ihren Zaubertricks. War wohl ein gutes Mitbringsel. Ich habe jetzt hier ein bisschen sauber gemacht. Jetzt halb acht, viertel vor acht ungefähr. Ich habe gerade Lamir ins Bett gebracht. Wir haben nicht mal gefilmt, weil wir bei Schwiegereltern waren. Die haben uns zum Grillen eingeladen. Und ich bin voll gefressen. Viel zu viel gegessen, aber es war so lecker. Und Joanna hat ein bisschen Kopfschmerzen. Die ist mit dem Dominik ein bisschen zu wild, glaube ich, auf dem Trampolin unterwegs gewesen. Jetzt hat die arme Moos ein bisschen Kopfschmerzen. Lamir ist im Bett. Die habe ich gerade hingelegt. Und Dominik macht noch den kleinen Rest im Hühnerstall. Vielleicht kommt der Onkel Janik, wird hier Werder geguckt. Und ich denke, ich werde die Zeit nutzen dann, um das Video zu schneiden für morgen. Und ja, ich bin jetzt auch kaputt. Ist auch kaputt? Bisschen. So wild gewesen, wa? Ja, und die Lamia hat ja schon einen Teddy gegeben zum Kuscheln. Ich war auch noch kurz bei Aldi und habe noch ein paar Sachen geholt.
So eine Laterne für draußen, die steht draußen, zeige ich euch morgen. Und so eine Lichterkette für draußen, so Lampignons. Und Gartenzubehör für die Kinder für draußen. Und ein Bagger, der im Angebot war. Guck mal, die schon. Das ist so, wenn ich so mache, warte, dann ist das so nicht. So, was steht da jetzt? Summer. Und wenn ich so mache, dann steht da. Warte mal eben. So steht Summer. Und so steht Hello. So steht Hello. Hello. Was heißt Hello? Hallo. Hello. Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Na, 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 na. Mutti ist so kaputt. Wow, 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 wow. Sterbender Schwan. Ja, ihr Hübschen, ich sag tschüss. Heute ist, wie gesagt, nicht so viel passiert. Wetter soll wieder schlecht werden. Soll wieder richtig kalt werden und nass und blöd. Du kommst auch nicht im Garten voran. Aber gut, ich habe ein bisschen auch das Hochbeet sauber gemacht, versucht, aber die Erde ist so trocken, ich kriege das Zeug da gar nicht raus. Da muss der Dominik mal so richtig mit dem Dreizack mal da rein und mal alles auflockern, damit ich den Unkraut rauskriege. Damit dann der Gärtner kommen kann und so gucken kann, was wir da reinpflanzen. Na? Machen wir uns dieses Jahr schön den Garten schön. Schön den Garten schön machen wir uns. So, ihr Hübschen. Eventuell habe ich mir überlegt, dass wir die Terrasse fliesen, anstatt mit Holz. Dass wir da Fliesen legen. Mal schauen. Ist auf jeden Fall pflegeleichter. Meine ich. Da muss ich schon mit Dominik absprechen. Aber ich denke, der wird wahrscheinlich auch dafür sein. Ja. Dann bis morgen. Tschüss.